Real Power spielt im Hintergrund. Willkommen zurück zu Minecraft. Auch mit dem lieben Emmes. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Und der Master schaut in meine Augen. Das Einzige, was er sah, war das Intro. So, nachdem du das Intro gesehen hast, es ist schon krank, wie wir hier so einen blöden Intro-Cut bauen. Also. Gut, also. Was haben wir denn heute vor? Folgenden Ideen, Altar, ist dem Ausbau von den Wand? Ja, das machen wir aber später. Ja, den Wand nach hinten, weißt du? Um zu machen hier Park für Maschinski, Motorski. Stopp. Machen wir heute so eine Folge? Ich weiß nicht. Warum du nicht wissen? Lan? Ich keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Hey, ich drück dir jetzt erstmal ein paar Item Ducks aufs Auge, so. Das hast du jetzt davon. Und jetzt? Hey, nix und jetzt? Ja, jetzt guckst du, ne? Es regnet draußen und es ist tags. Verdammt. Tag ist doch schon mal schön. Ja, aber nicht, wenn es regnet. Ein verregneter Tag. So, haben wir denn noch. Haben wir noch Fluidukts? Nein, haben wir nicht. Haben wir da Fluidukts? Natürlich nicht. Oh, das macht uns allerdings nichts aus. Haben wir hier Fluidukts? Nein. Hier Fluidukts? Nein, das macht uns nichts keine aus. Keine Fluidukts. Wir brauchen Fluidukts. Fluidukts? Nein, keine Fluidukts. Na toll. Na toll. Weißt du, ja, noch nicht einmal zwei Minuten Aufnahme und du hustest. Na toll, da toll, da Gewitter. Mm. Na, dann beschwert sich schon jemand. Scheiße. Mist. Oh Gott. Okay. Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hä? Was machen wir jetzt? Sag's mir. Ich lasse einen Donnerschlag auf dich herab. Nein! Doch! Was sagen denn die Monster? Monster! Ich war am Überlegen, wir haben. Was denn? Aha, okay. Wir haben. Mhm. Doch hinten an der Ölplattform. Mhm. Schon ordentlich Material rumzufallen. Natürlich falle ich hier wieder in diesen scheiß Ghostblock rein. Das ist doch beschmalt, die Sache. Gut. Wir haben doch an der. Mhm. Also zunächst einmal muss ich sagen, wir hatten ordentlich Probleme mit meiner Netzwerkleitung hier. Oh ja. Was dazu geführt hat, dass es hier kurz vor Aufnahmeabbruch stand. Ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld, falls ich hier Cuts reinsetzen muss, falls die Leitung spinnt, müssen wir da leider ein bisschen stoppen. Okay. Ja. Zur Kenntnis genommen. Gut, wir haben einen Eisentank hier hinten zu stehen. Und meine Überlegung ist es, den Sprit irgendwie ins Lager zu holen. Das ist eine super Idee. Das könnten wir tun, Fisch. Mit Sardellen. Mit Sardellen. Ja. Oliven und Sardellen. Wir könnten da hergehen und könnten jetzt ganz banal mit Eimern rumhantieren. Nee. Wir könnten auch hergehen und mit kleineren portablen Tanks rumhantieren. Jo. Wir könnten aber auch hergehen und versuchen, das Ganze mit einem Endertank zu realisieren. Yeah! Jetzt machen wir. Hieße also, wir müssten dann hier runterkrabbeln. Oh Gott. Ja, weil wir haben ja hier so einen Teeröltank reingebastelt. Könnten dann quasi, wenn wir das hier ein bisschen vergrößern, könnten wir hier noch einen Eisentank reinbauen, wo wir Sprit reinfüllen. Und würden den dann mit, vorne im Endertank und hinten im Endertank einfach transportieren. Dann würden wir den Sprit hier rüber ändern, wenn man so will. Das wäre dann eine Änderung. Gott, ist das schon wieder schlecht. Wäre eine Idee. Ja, das wäre es. Was machst denn du? Was? Was machst du? Noch mache ich gar nichts. Hey, was machst du? Okay. Erste Mal. Ach so, was ich dir noch sagen wollte. Naja, das weiß ich nicht. Ich möchte dich hier unten erstmal nicht sehen. Wo? Hier unten bei den Öfen. Gut, dann muss ich jetzt erstmal zu den Öfen gehen. Bei den Koköfen, meinst du?
Ja. Da war ich doch gerade. Ja, du warst gerade am Babbeln und wollte ich dich nicht unterbrechen. Achso, in meinem unkontrollierten Redefluss. Genau. Okay. Gut, ich werde jetzt hier im Regen mal schnell ein paar neue Weizenpflanzen pflanzen. Weizenpflanzen pflanzen. Drecksack. Das ist doch wohl unfassbar, weißt du? Da denkst du an nichts Böses, dann schleicht da so ein Viech. Ich habe ja auch nicht ständig die Minimap im Blick, weißt du? Dann kommt, schleicht sich da so ein scheiß grünes Mistviech von hinten an. Ich meine, es ist ja prinzipiell nichts dagegen einzuwenden, sich von hinten anzuschleichen, aber so ein grünes Mistviech. Passiert. Wollen wir hoffen, dass die Spawner jetzt hier nicht so aktiv sind, weil sonst habe ich hier nämlich gleich Probleme, und zwar großes. Großes? Großes Probleme. Wenn jetzt hier die Spawner aktiv werden, habe ich ruckzuck irgendwelche Lohnen um mich rum, die mich dann mit Feuer bewerfen und unsere Häuserchen in Brand stecken, weißt du? Ja, nee, das wollen wir nicht. Niemand will das. Also ich jedenfalls nicht. Willst du das? Ja. Du möchtest, dass die Häuser brennen? Mhm, ich hab's ja aufgebaut. Okay. Hey, Loh, nee, komm raus. Hey, wenn du dich traust, komm doch raus. Nein, natürlich möchte ich das nicht. Komm raus und küss den Emmis auf den Mund. Ihh, auf den Mund hat er gesagt. Was? Oh Gott. Das ist... Es ist jetzt sehr schlüpfrig und das entgleitet mir gerade auch schon wieder. Gleiten, hat er gesagt. Oh, er hat gleiten gesagt. Alter, das ist nicht mehr normal. Oh, das zu dieser Uhrzeit. Ja. Nicht gut. Weißt du, 15.30 Uhr und nichts funktioniert. Ein Kessel, was du brauchst. Oh, da braucht man Eisenbahn für, okay. Jetzt lass mich mal kurz konzentrieren, bitte. Nein, das ist, so weit kommt's noch. Bitte, 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 komm. Was brauchen wir denn? 2 Enderperlen, 8 Lohnruten, 2x Wolle. Oh. 4x Obsidian und 2 Kessel. Das? Ja, super. 4 Lohnruten. Das und da. Und dann hier. Und dann dort. Oh nee, das nicht. Dim. Eike ist Debit. Was? Nö. Ich hab nichts davon. Ach nee, ich auch nicht. Nee, okay. Das ist okay. Ja. Kann ich mitleben. Und 2 Enderperlen. 1, 2, 3, 4 mal Obsidian. Das funktioniert so nicht. Verdammte Axt. Wie mache ich das denn? Am besten richtig. Oh, das ist so furchtbar manchmal. So witzig. Ja, ne? Ich habe eine Idee. Und zwar... Oh nein! Nein, nein, nein! Ich hab's kaputt gemacht. Kannst du... Nee, kannst du wahrscheinlich nicht. Möchtest du auch wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Brenn doch noch mal ein paar normale Cobblestone zu normalem Stein, weil... Das mache ich gleich an der Anlage. Ich bastel nur mal eben schnell die Dingens. Oh Mann! Wolle muss ich noch haben. Also ich werde das drastisch jetzt hier ändern. Okay. Weil das geht so nicht. Du möchtest Cobblestone zu Cleanstone. Wie viel Cleanstone brauchst du denn? Ach, so ein Stack reicht mir. Gut, hier sind noch 6 Stacks drin. Warum soll ich das brennen? Okay, dann mach was anderes. Aber wenn ich runterkomme... Ja, dann mach was anderes. Lass mich in Ruhe arbeiten. Es wird dir gefallen. Ja, ist klar. Ich brauch Fluidux. Kriegst du nicht. Meine. Ich brauch Fluidux. Opake Fluidux brauche ich Kupfer, Blei und Kupfer. Ich gehe jetzt an den Redstone-Ofen, ne? Das kannst du gerne tun. Gut. Das ist eine Etage über dir. Das kannst du, wie gesagt, gerne tun. Kupfer. Blei. Kupfer. Hab ich. Wo zum Teufel hast... Oh, das tut mir leid. Wo hast denn du die... Scheinwerfer her? Wie heißen die Dinger nochmal? Mittlere Kiste oben. Mittlere Kiste oben? Ja. Ey, diese Fluidux lassen sich echt schwer abbauen, muss ich echt mal sagen. Die Fluidux baust du mit dem Schraubenschlüssel ab.
Mit dem Sichelhammer. Kannst du aber auch mit der... Ja, aber das hat mir der TK gesagt. Der hat das gesehen, dass ich die auch mit der Fist abgebaut habe. Und hat gesagt, das ist totaler Blödsinn. Blödsinn? Ja, hat er gesagt, ich soll das mit dem Sichelhammer abbauen. Das habe ich gemacht. Das funktioniert 1A. Gut, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, hättest du es mal gemacht. Wir machen das hier. Wir machen das hier. Was tust du? Ich bin gerade an der Ölplattform. Okay. Und entferne gerade diese Buildcraft Pipes und setze mal einen Fluiduct dran. Mhm. Ja, weil ich setze mal einen Fluiduct dran. Mhm. Den Weg da brauchen wir sowieso nicht. Das ist wie der Hund ohne Beine, ne? Genau. Dem habe ich auch keinen Namen gegeben. Wozu? Auch wenn ich den rufe, kommt er eh nicht. Ja, genau. Okay, das dockt an. Das ist schon mal gut. Der Endertank füllt sich. Sehr gut. Aber ich habe den Eindruck, der verliert dadurch. Verliert er dadurch? Oder ist er, wenn der Tank voll ist, ist er voll? 257-4221. Nee, der füllt sich weiter, der verliert also nichts. Dann kann ich den auch da unten noch anbappen. Das lassen wir jetzt so. Verzeih mir. So, und wenn ich jetzt hier irgendwo den Tank aufstelle, müsste der rein theoretisch. Müsste der das eigentlich theoretisch empfangen. Und das tut er. Sehr gut. Ha! So, das geht schon mal. Sehr gut. Also wir können den Sprit hierher teleportieren, mittels Endertank. Ist das nicht geil? Ja, saugeil. Wie lange brauchst du noch da unten? Ich würde nämlich gern tätig werden. Gleich. Bin fast fertig. Ich mach noch ein paar Kleinigkeiten und... Das hat der Emmis früher zu seiner ersten Frau auch gesagt. Wie lange brauchst du noch? Gleich. Bin fast fertig. Alter Falter, stell dir mal vor, du würdest das wirklich so bringen. Nee, das kann ich so nicht machen. Gut, dann. Nee, das kannst du so definitiv nicht machen. Verdammt. Nicht eingebaut. Also, das weg, das weg. Dann hierhin, dorthin. Dildi. Also, ich würde dir jetzt gerne die Red Alloy Wires bringen, aber ich darf ja nicht da runterkommen. Nee, lass mal. Ich sag dir dann schon Bescheid. Das machen wir mal anders. Komm her. Komm her! So. Fertig? Das funktioniert. Oh. Nee, das will ich so auch. Will ich das so? Oder will ich das nicht? Ja. Ey, das lassen wir so. Das ist witzig. Das ist eine gute Geschichte. So. Das machen wir einfach so. Das ist ja eigentlich traumhaft hier. So und so. Traum. Mit AÜ. Alter, was Zombie-Horden hier spawnen. Und die sehen mich aus extrem weiter Entfernung. Dann machen wir mal. Das ist nicht mehr normal. Päckelche. Und da. Come here. I cannot see anything. Come here. Ah, jetzt. So. Ach, hast du das mitgekriegt? Die Primark-Eröffnung in Dresden? Ja.
Was ein Flop, Alter, was ein Flop. Da rechnen die mit Zehntausenden von Besuchern, weißt du, entwerfen ein eigenes Sicherheitskonzept. Ja, stell dir vor, es ist Eröffnung und keiner geht hin.